Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Wir wollen eine weitere Aufgabe zur Polynomdivision anschauen, nämlich gerade x hoch 3 minus 7 Viertel x plus 3 Viertel geteilt durch x plus der halbe. Die Schwierigkeit hier sind die Brüche, die werden uns ein bisschen bei den Rechnungen Schwierigkeiten bereiten. Aber ansonsten lässt sich das wie sonst sich mit der Polynomdivision auch lösen. Und zwar fangen wir an, x hoch 3 geteilt durch x plus 3 halbe. Man nimmt beim ersten Schritt immer nur, im Hinweg immer nur das erste, das heißt x hoch 3 geteilt durch x ist x Quadrat. Rückweg beides nehmen, x Quadrat mal x, minus also x hoch 3, dann x Quadrat mal 3 halbe, ist gerade plus 3 halbe x Quadrat. Ziehen wir das ab, das heißt x hoch 3 minus x hoch 3 ist 0 und dann x Quadrat kommt hier oben gar nicht vor, das heißt wir nehmen nur das, was hier unten steht, minus mal plus, also gerade minus 3 halbe x Quadrat. Das heißt wir haben so erstmal im Kopf uns diese Klammer aufgelöst und dann steht hier minus und dann übernehmen wir das hier mit minus. Nun, da wir mit alleinigen nicht rechnen können, holen wir auf das nächste runter, nämlich das steht gerade x, das heißt hier ist minus 7 Viertel x. Das holen wir gerade runter und jetzt können wir weiterrechnen. Minus 3 halbe x Quadrat geteilt durch x ist gerade minus 3 halbe x. Zurück. Minus 3 halbe x mal x ist minus minus 3 halbe x Quadrat und dann minus 3 halbe x mal 3 halbe. Nun 3 halbe mal 3 halbe ist 9 Viertel. Das heißt, ich schreibe dann hier hin minus 9 Viertel x. Das x hier noch mitgenommen. So, das ausgerechnet. Minus 3 halbe minus minus 3 halbe ist gerade 0. Und hier minus 7 Viertel minus minus 9 Viertel. Schreiben wir es mal hier hin. Minus 7 Viertel minus minus 9 Viertel. Ja, das ist gerade minus 7 Viertel plus 9 Viertel. Minus 7 plus 9 ist 2, also 2 Viertel oder 1 halb. Also können wir hier 1 halb x schreiben. Nun holen wir wieder das 3 Viertel runter, das nächste, und machen dann wieder unsere Division. 1 halb x geteilt durch x ist dann gerade 1 halb, also hier kommt hier plus 1 halb hin. Rückweg minus 1 halb x. 1 halb mal 3 halbe sind 3 Viertel, das heißt minus 3 Viertel. Hier sieht man, da steht das gleiche, es löst sich auf zu 0. Das heißt, wir haben die Lösung unserer Polynomdivision gefunden, nämlich gerade x Quadrat minus 3 halbe x plus 1 halb. Wenn man das jetzt weiterrechnen müsste, zum Beispiel auch Nullstellenberechnung, müsste man hier entweder PQ-Formel oder ABC-Formel nehmen, um die restlichen beiden Nullstellen einfach rauszufinden. Dankeschön.